going funky. Go funky. Yo, hi Leute, hier ist euer Mr. Gunshin. Mein Name ist Raphael und willkommen zu einem weiteren WoT-Video. Ich hab's endlich mal geschafft, ein Replay-Video auf der Xbox One zu schaffen. Das wird jetzt ein kurzer Part sein, Part 35, glaube ich, oder so. Also als Replay eigentlich, aber trotzdem, ich bringe das jetzt als normaler Part denn jetzt raus. Denn das ist halt so eine Serie von der Xbox. Und Xbox One natürlich. Und ja, was kann ich denn sagen? Also, hier haben wir etwas erreicht, was ich ja gedacht habe, dass wir das nie hier erreichen, oder zumindest dass ich es nie erreichen werde. Aber ich habe es erreicht. Ich werde, nachdem ich das jetzt gemacht habe und das Video gemacht habe, werde ich dann gleich noch Keys of War 3 noch aufnehmen. Tut mir leid, ich habe ein bisschen Schnupfen. Und genau, ja, ey, ich habe echt am Anfang dachte ich echt, ich hätte das Video gelöscht, denn ich habe auch von meinem Aufnahmeprogramm alles gelöscht, was ich da hatte, Nitro Speed und so alles. Ich wollte eigentlich davon den Let's Play rausbringen. Nee, ich habe alles gelöscht einfach. Ich habe einfach alles gelöscht, denn ich mache lieber diese anderen Sachen, so ein bisschen montagemäßig von Nitro Speed, das finde ich etwas besser als normal. Und jo, da sind wir schon mal den ersten Gegner, der verschießt. Ich denke mir so, okay, da ist unser Schatz. Das ist Elektro, glaube ich. Okay, er kam uns gar nicht durch. Ich denke mir so, okay, jo. Ja, okay. Ja, er kommt nicht durch, läuft bei uns. Also, okay, auf den Punkt zu kommen. Ich dachte, ich hätte das Video gelöscht, aber ich hatte es doch noch. Und ich bin zufrieden, dass ich das Video doch nicht ganz gelöscht habe. Genau. Ja, also hier wasche ich eigentlich extrem vor, denn ja, ich dachte mir ganz ehrlich, scheiß drauf, entweder jetzt vorwaschen oder nichts mehr, oder halt vorwaschen. Und mit der Gun bin ich ziemlich schnell unterwegs, muss ich sagen, also die Gun ist schon schnell. Ja, es werden, also der Typ stirbt, glaube ich, den kill ich jetzt auch gleich. Ja, okay, jetzt habe ich ihn gekillt. Es kann sein, dass ich jetzt einen halben Monat gar keine WoT-Videos rausbringen kann, oder vielleicht einen ganzen Monat sogar, einen ganzen Monat bringe ich jetzt, ab jetzt, einen ganzen Monat kein Videos mehr von WoT, denn ich bin in der Schule dann, einen Monat habe ich Schule, und, ja, was soll ich denn tun, wenn ich in der Schule bin, kann ich nicht aufnehmen. Ein Laptop werde ich definitiv nicht mitnehmen, denn ich werde nur mein Game Boy Advance SP mitnehmen. Also, wo halt mein Pokémon-Spiel ist und mehr auch nicht. Ich hoffe, dass es auch nicht wie immer passiert, dass da ein neues Spiel passiert. So, Mathilda, die war, ich weiß nicht, also, Mathilda ist eigentlich ziemlich guter Panzer, aber irgendwie der Typ war die gar nicht gut. Und, ja, kann ich da nicht aufnehmen. Nostia dann auch nicht, also ich versuche echt was vorzuproduzieren. Also, zumindest WoT 15 Tage gar keine Videos mehr, also bis zum am 1. wird dann Video, weil ich bekomme dann mein Geld wieder, kann ich mir wieder online kaufen, denn ich habe erst jetzt gemerkt, dass ich kaufe mir lieber am 1. ist besser, weil nicht immer mitten im Monat, dann habe ich in mitten im Monat kein Geld und dann habe ich auch kein Online mehr und das ist halt ein bisschen beschissen. Ja, der Typ hier wurde gekettet und ich habe einfach beschossen. Und der Typ war der Beste hier. Er hat diese Gun, die ziemlich langsam, also man kann die eigentlich ausweichen. Und der Typ wurde, ja, ich habe ihn jetzt kritisch getroffen und ich kill ihn, das war jetzt mein 4. Kill. Ich glaube, ich mache dann noch ein paar Kills. Ich bin, jo, mein 5. Kill. Ich habe mir erhofft, dass ich jetzt meinen 6. Kill mache, denn da rechts ist jetzt einer und ich glaube, mein Internet ist gerade ein bisschen abgespackt, hat man hier oben links jetzt gerade gesehen. Ja, da, ich weiß gerade nicht, warum ich da gerade eben jetzt nicht vorgefahren bin. Ja. Weiß ich, das Video ist schon ein bisschen länger her, eine Woche schon. Ich weiß gerade nicht, was da gerade passiert, wieso ich den jetzt nicht gekillt habe, denn das wäre jetzt mein 6. Kill und es wäre jetzt perfekt. Aber naja, was soll man denn tun? Da ist der eine da unten und ich habe versucht, durch den Sand da zu schießen. Ja, wir haben 3 gespottet, 2 Hilfs-Damage gemacht, 16 Damage, 7 Crits und 5 Kills. Was heißt das denn bei einem 4er-Match? Tja, werdet ihr gleich sehen.
Dann werden wir jetzt auch was Schönes bekommen. Sieg, alle gegnerischen Fahrzeuge zerstört. Denn wir haben Zweifache bekommen. Großkaliber, Krieger, Meister, 5 Kills und so weiter. Also, ja, Großkaliber und Meister ist das. Schläge haben wir noch bekommen. Und noch irgendwas. Die anderen zwei weiß nicht, ist auch nicht wichtig. Zumindest haben wir Meister bekommen und da war ich auch ziemlich zufrieden. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Part gefallen und jo, bis zum nächsten Mal. Ciao.